Sie persönlich haben ja niederländische Wurzeln, sind in Montafon aufgewachsen, leben heute in Wien. Ist Ihnen sozusagen Europa in die Wiege gelegt worden? Irgendwie schon. Also angefangen hat es halt mit dem, gut, ich reise einfach nach Österreich über die Grenze. So, das war mir als Kind nicht bewusst. Dann wohne ich auf einmal in Österreich, ja, gut, ist halt so. Dann habe ich ein Auslandsjahr in Litauen gemacht. Ja, passt. Ich steige in den Flieger, ich fahre mit der Bahn, ich fahre mit dem Bus hin. Passt, fertig, bin dort. Ohne eigentlich irgendwelche großen Kontrollen. Und sobald man das einmal bewusst worden ist, also, okay, warte mal, wer hat, deswegen ist das? Das ist wegen der EU. Und so hat es eigentlich angefangen, immer mehr, ja, immer mehr wahrzunehmen und sich das, diesen Konsens zu entwickeln.